Mein Business, der Wirtschaftstalk auf MeinTV. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Jungunternehmerin aus Leidenschaft. Sie hat in sehr, sehr jungen Jahren das Familienunternehmen übernommen und hat es richtig an die Spitze getrieben mittlerweile. Die Umsätze sind so weit angestiegen, dass man sagen kann, sie hat ein goldenes Händchen. Herzlich willkommen, Vanessa Weber. Dankeschön. Frau Weber, Ihr Karrierestart begann im Biergarten, habe ich mitbekommen, mit Ihrem Vater. Sie haben seit vielen, vielen Jahren einen Familienbetrieb. Was hat es damit auf sich? Ja, ich hatte meine Lehre eben gemacht mit 18 und wollte dann eigentlich noch mal studieren. Aber aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters war das alles ein bisschen schwierig. Der hatte mit 18 einen Mopedunfall und ist jetzt seit 10 Jahren im Rollstuhl und deswegen gesundheitlich eingeschränkt. Und die Ärzte hatten auch damals gesagt, Mensch, schauen Sie lieber, dass Sie das mit der Nachfolge früher regeln wie später. Und als wir dann im Biergarten waren, da hat er mich eingeladen eines Nachmittags und hat gesagt, komm Vanessa, wir gehen mal essen. Da habe ich mir nichts Großartiges bei gedacht und habe mein Lieblingsessen bestellt, Hähnchen mit Pommes. Und wie wir gerade so die Pommes in den Mund stecken, die ich gerade in die Mayo gedippt hatte, und da fragt er mich, Vanessa, möchtest du nicht die Firma übernehmen? Da ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen, weil mit 18 rechnet man ja nicht mit so einer Frage. Aber ich habe damals aus einem Impuls heraus direkt Ja gesagt, weil ich natürlich auch um die Situation wusste und habe mich einfach mal auf die Herausforderung eingelassen. Das heißt also, mit 18 Jahren in das Familienunternehmen eingestiegen, reingeschnuppert. Wie war denn die erste Zeit? Also es ist wahrscheinlich sicherlich schwierig, auch gerade als Frau im Werkzeughandel. Das ist eine absolute Männerdomäne. Man sagt ja auch immer so, der Werkzeugmarkt ist so, dass der Kindergarten für den Mann oder das Spieleparadies wie für die Kinder, so für die Männer da. Wie ist es dann als Frau in so ein Unternehmen reinzukommen? Es war natürlich nicht so ganz einfach am Anfang, weil ich auch noch sehr jung war, 18 Jahre, blonde Haare, blaue Augen, war natürlich erstmal so, das passt, irgendwas passt hier nicht ins Bild. Von daher war das meistens so, dass die Erwartungshaltung, die Leute hatten, ich war ja auch bei Einkäufern, die waren meistens so um die 50 rum schon, also bei viel Älteren auch, dass sie eine sehr niedrige Erwartungshaltung an mich hatten. Und das war eigentlich immer mein Vorteil. Das sage ich auch immer allen, die sich unterlegen fühlen. Eigentlich ist es total gut, wenn man unterschätzt wird. Und dann habe ich dort losgelegt und konnte denen halt eben alles erklären. Ich musste mir natürlich erst mal ein bisschen Fachwissen aneignen, was ich natürlich über Schulungen und so gemacht hatte. Aber als sie dann gemerkt haben, Mensch, die weiß, von was sie redet und die steht dahinter, hatte ich total einen Stein im Brett bei denen, weil ich sage jetzt mal, der typische ältere Herr mit grauen Haaren im Blaumann, von dem erwartet man, dass der sich mit Werkzeug auskennt. Und wenn der das dann nicht kann und die Erwartungen nicht leisten kann, also die hohen Erwartungen nicht erreichen kann, dann ist das viel schlimmer wie umgedreht. Von mir hat das keiner erwartet, ich konnte die Leute überzeugen und so bin ich auch im Kopf geblieben. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz erst in der Innenstadt in Aschaffenburg gehabt. Es war ein kleines Ladengeschäft, 50 Quadratmeter. Und das Ganze ist dann erweitert worden, damals von Ihrem Vater. Was hat er sich vor seinem Unfall damals noch überlegt oder war das schon danach dann? Ja, das war im Prinzip nach seinem Unfall gewesen. Er musste die Firma ganz plötzlich übernehmen, weil mein Opa ist mit 45 am Herzinfarkt gestorben. Und damals stand die Firma dann führungslos da. Und mein Vater hat sich dann mit 17,5 eine Sondergenehmigung geholt, dass er schon ausbilden darf, seinen Führerschein früher machen darf. Das ging alles früher noch, da hat die IHK ihn auch unterstützt. Und damals hatten sie sich das überlegt, da war es nur meine Oma, eine Halbtagskraft, und mein Vater und meine Mutter, die hatten sich damals schon eben gekannt. Und die haben dann gesagt, hey, wir führen die Firma weiter, wir verkaufen nicht. Und dann war dann eben die Entscheidung, wir waren direkt hinter der City-Galerie in der Fabrikstraße gewesen, ganz klein wirklich in der Garage. Und dann hat mein Vater gesagt, Mensch, der hat damals schon auch so weit gedacht, wir müssen raus auf die grüne Wiese. Da gab es den Begriff grüne Wiese noch so gar nicht. Und hat dann im Streetwald gebaut, da war noch drüben gar kein Kerzenwenzel, noch gar nichts. An Weihnachten haben wir alte Videoaufnahmen angeguckt, total witzig. Das ganze Industriegebiet war noch leer, als wir da gebaut haben, und hat damals 1 Million Euro Schulden aufgenommen mit meiner Mutter zusammen, hat gesagt, nee, ich glaube da dran, ich baue das auf. Und es hat ja auch funktioniert, es war damals die richtige Entscheidung. Und dann kam die Übergabe mit 18 bei Ihnen.
Es war dann auch so, sie wollten auch ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen. Es sollte sich nicht nur auf das Stadt- oder Landgebiet Aschaffenburg oder die Region beschränken, sondern es durfte dann auch mal nach Übersee gehen. Da gab es auch, glaube ich, eine schöne Geschichte in Amerika. Richtig, genau. Mein Vater spricht ja kein Englisch, weil er dann auch eben in der Schule nicht so weitermachen konnte. Und er hat sich gedacht, Mensch, das wäre doch mal toll, wenn wir da Geschäfte in Amerika machen könnten. Und da hatten wir uns überlegt, wie könnten wir das denn schaffen? Und wir haben immer nie Riesenurlaube gemacht. Wir waren immer auf dem Campingplatz in Gemünden. Und da gab es eine Bekannte, die Sabine, die arbeitet bei Bosch Rexroth in Amerika. Mhm. Und die habe ich dann gefragt, ob die uns nicht einen Termin besorgen könnte. Und das hat sie dann tatsächlich gemacht. 3 Wochen später saßen wir dann im Flieger nach Amerika. Mein Vater hat noch gemeint, erwarte nicht zu viel. Es kann sein, dass außer Fliegen nichts gewesen ist. Und wir sind dort gelandet und mir ging es total scheiße. Ich war ja gerade erst 18, ich hatte Jetlag, ich habe die Nacht 3 Stunden geschlafen, habe mich 5-mal übergeben und wusste ja, aber ich kann nicht kneifen. Ich hatte noch nie einen Vortrag vor jemandem gehalten, erst recht nicht vor Geschäftsleuten und ich musste ja dort uns vor der Geschäftsleitung auch präsentieren. Also hatte mein gerade mal Schulenglisch, mein Vater konnte mir nicht helfen. Und es ist ja eben so, englische Begriffe kennt man ja oder normal, aber ich musste ja auch Werkzeugbegriffe das eben muss ja sagen. Total also, schwierig zum Beispiel, sein. Weiß nicht, wissen Sie, was Gewindebohrer zum Beispiel auf Englisch heißt? Nein. Oder Gewindelehre. Und so ging es mir auch. Ich stand dann quasi vor denen, um 8 Uhr morgens ging es los. Ich ging in den Raum rein und da haben mich 6 schweigende Augenpaare angestarrt. Alle Männer im Anzug und Krawatte. Und ich habe halt eben nach den Worten gehadert und meinen Vater angeguckt und der hat selber nur Fragezeichen im Gesicht gehabt, der konnte mir ja nicht helfen. Und irgendwie habe ich mich dann so durchgewurschtelt und am Schluss meines Vortrags oder meiner Vorstellung sagte dann der Mann zu mir, der Henry Ferguson, der CEO von Bosch Rexroth, thank you Vanessa, we'll let you know, have a safe trip back home. Ja, das kennt man ja, bitte rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie oder wir melden uns dann bei Ihnen. So ungefähr war das. Aber dann tatsächlich, 3 Wochen später, haben wir dann eine Anfrage auch bekommen und einen Auftrag gemacht. Und am Ende des Jahres, also wir hatten vielleicht damit gerechnet, dass wir so 20.000 Euro Umsatz mit dem Kunden machen. Mhm. Und am Ende des Jahres habe ich mich mit meinem Vater vor den PC gesetzt und haben uns die Umsätze angeguckt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit dem Kunden 120.000 D-Mark Umsatz zu machen. Das war so mein erster großer Erfolg mit 18 in der Firma. Und danach ging es dann weiter. Toll, also es hört sich schon wirklich sehr, sehr spannend an. Wir werden auch gleich ein bisschen mehr über Ihre Arbeit und über Ihr Leben erfahren, was Sie jetzt schon mit jungen Jahren alles erlebt haben. Bleiben Sie also dran bei Mein Business. Wir sehen uns gleich wieder. Im Frischezentrum Aschaffenburg gibt es nichts, was es nicht gibt. Ein ständig wachsendes, auf Gastronomen und Einzelhandel abgestimmtes Angebot. In unseren modernen Produktionsräumen waschen, putzen und schneiden wir täglich frisches Gemüse, Salate und Früchte für Sie. Knackig, frisch und ohne Zusätze. Besuchen Sie außerdem unser Bistro Mandora oder eine unserer vielen Filialen. Ihr Frischezentrum meldet sich in Aschaffenburg. Weil Qualität und Frische unser Anspruch ist. Wir haben Wohnaccessoires für jedes Zuhause. Sie suchen ausgefallene und individuelle Wohndekoration, besondere Geschenke und dies alles in entspannter Atmosphäre? Dann kommen Sie zu uns ins Freudenhaus. Lassen Sie sich inspirieren von einem Ort, an dem man sich wohlfühlt. Das Freudenhaus in Aschaffenburg. Sie sind auf der Suche nach einem Fachmann, der Ihnen Ihr Bad, Fußboden oder Terrasse mit entsprechendem Know-how gestaltet? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Vom einfachen Badezimmer bis hin zu Ihrer Wellness-Oase. Wir bieten Ihnen für jeden Zweck das richtige Material. Denn durch den richtigen Einsatz von geprüften und hochwertigen Verlegematerialien und Systemen können wir unseren Kunden eine langlebige Fliesenverlegung garantieren. Chepa und Bauer, Ihr Fliesenfachgeschäft in Goldbach. Fliesen legen mit Ideen. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite.
Der AOK-Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. Prima Sonntag. Denn am siebten Tage sollst du lesen. Das Spessart-Camp. Wieder sind alle auf sich alleine gestellt. 12 Kandidaten müssen zeigen, was in ihnen steckt. Ihr Zuhause ist für eine Woche der Spessart. Von seiner härtesten Seite. Das Spessart-Camp. Das Leben ist kein Ponyhof. Jetzt bewerben. Alle Infos auf primavera24.de. Präsentiert von Metzgerei Häuser. Verwöhnt Familie und Gäste. Rohrmeier Outdoor. Ihr Outdoor-Spezialist für die ganze Familie in Aschaffenburg-Striedwald. Und vom Autohaus Kranz und Kunkel. Ihr Mitsubishi-Exklusivpartner in Aschaffenburg. Mein Business, der Wirtschaftstalk heute mit meinem Gast Vanessa Weber. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir haben vor der Werbung schon ein bisschen erfahren dürfen, mit 18 Jahren in das Unternehmen Ihrer Familie mit eingestiegen, mit 22 dann die Firma übernommen als Frau in einem ja doch männerlastigen Umfeld. Es geht um Werkzeuge. Wir haben auch mitbekommen, damals nach Amerika gereist, die erste große Auslandsreise für die Firma. 20.000 Euro Umsatz waren erwartet, daraus wurden 120.000 Euro Umsatz oder D-Mark. D-Mark besser damals gesagt, noch. D-Mark. Genau. Das ist ja schon so lange her. Wie war es denn überhaupt, die Umsatzstärke damals, als Ihr Vater oder auch Ihr Großvater das Unternehmen geleitet hat, und wie sieht es heute aus? Also ich habe mit 22 die Firma übernommen. Damals hatten wir einen Umsatz von 1,9 Millionen. Und hatten einen Mitarbeiterstamm von 9 und mittlerweile machen wir 10 Millionen Umsatz und haben 22 Mitarbeiter. Das ist eine Zahl, die hört sich jetzt zwar so lapidar an, aber das ist schon ein Umsatzvolumen für so eine Firma. Da müsste man eigentlich aufstehen und applaudieren. Sie machen ja auch Vorträge. Wie sind da die Reaktionen, wenn die Hörer oder auch die Gäste, die dann Ihrem Vortrag lauschen, mitbekommen, von wo sie kommen und wo sie mittlerweile stehen? Ja, das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass es halt auch motiviert dazu, mutig zu sein. Mein Vortrag heißt ja Mut zum Unternehmertum und mir macht das auch großen Spaß, eben jungen Menschen Mut zu geben, in den Familienbetrieb einzusteigen und auch an sich selber zu glauben oder Neugründer, Existenzgründer auf den Weg zu bringen und zu sagen, hey, ihr könnt es auch schaffen. Weil letztendlich muss man ja nur an sich selber glauben und dann kann man das schon schaffen. Was mir natürlich auch sehr den Rücken gestärkt hat, ist, dass mein Vater den Glauben an mich hatte. Weil hätte der das nicht so überzeugt, also wäre der nicht so überzeugt von mir gewesen, wäre ich es vielleicht auch selber nicht gewesen. Das hat uns dann letztendlich beflügelt, da weiter zu wachsen. So ein Familienunternehmen zu übernehmen mit 22 Jahren, da macht man sich ja sicherlich auch Gedanken. Wie sieht das denn in der Zukunft aus? Ich bin Geschäftsführerin, habe Mitarbeiter, die ich bezahlen muss, da hängen Existenzen hinten dran. Schaffe ich das überhaupt mit 22? Kann ich mich da durchsetzen? Kommen da auch manchmal so Gedanken wie gerade mit 22, ich habe kaum noch Freizeit oder jetzt muss ich mich an diesen Ort binden, ich kann nicht mehr großartig reisen, kann nicht mehr viel erleben, weil ich so viel im Unternehmen sein werde oder auch gerade als Frau in der Geschäftsleitung mit einem eigenen Kinderwunsch. Macht man sich da diese Gedanken? Ja, selbstverständlich macht man sich auch mal die Gedanken an den vielleicht nicht so schönen Tagen oder auch gerade damals. Andere haben natürlich eine Auslandsreise gemacht oder nochmal ein Auslandsstudium oder haben sich nochmal die Auszeit genommen oder wie auch immer. Gut, andere in meinem Alter, damals war das ja gar nicht so. Ich bin dann damals aber auch zu den Wirtschaftsjunioren gekommen und habe da schnell Gleichgesinnte gefunden, die eben auch Unternehmer waren. Und das hat es dann schon leichter gemacht. Also ich habe auch nicht so viel versucht, darüber nachzudenken, ob ich das schaffe oder nicht. Wie gesagt, ich habe mir das eben zugetraut und das war dann das Schöne. Aber man fragt sich das natürlich immer.
Wenn man sich jetzt durchsetzt in so einer Männerdomäne und man sich behaupten kann, auch bei der Konkurrenz oder bei Mitbewerbern, wenn man angerufen wird und man bekommt einen Auftrag und der Auftraggeber weiß eigentlich gar nicht, was er will, man muss ihn unterstützen. Da gab es ja auch eine schöne Geschichte mit einem Unternehmen hier in der Region in Alzenau. Wie ist das dann, wenn man weiß, wenn ich bei Vanessa Weber anrufe, die macht das für mich? Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Ja, also oftmals ist es halt eben so, dass gerade in so Projekten, wir machen ja auch Betriebseinrichtungen und das haben wir da eben auch gemacht. Und da ist es oftmals so, die Leute, die das einkaufen müssen, die haben dann das erste Mal mit den Sachen auch zu tun, weil die müssen ja ganz viele Dinge einkaufen und man kann sich ja nicht im Detail auskennen. Ich vergleiche das auch immer damit, wenn man selber ein Haus baut, das kennt man ja auch. Man kauft gerade ein Grundstück und hat da ein leeres Fleck sozusagen stehen und dann kommt dann schon der Architekt und sagt, ja, wo wollen Sie denn mal die Fenster haben, wo sollen denn mal die Steckdosen hin? Und ich muss mir ja alles schon fertig vorstellen, obwohl ich jetzt gerade mal eine grüne Wiese vor mir habe. Das ist eben oftmals sehr schwierig, weil man schon viele Details wissen muss. Und da nehme ich dann eben den Kunden an die Hand, weil wir haben ja schon viele Betriebe auch ausgerüstet und gerade von null auf, das macht mir auch am meisten Spaß, weil da kann ich so ein bisschen meine kreative Ader auch ausleben und da kann ich ein bisschen meine weibliche Seite auch wieder mit reinbringen, was eben ganz schön ist. Und dann eben auch meine Erfahrungen und sagen, so würde ich das machen und das wäre mein Vorschlag. Und wenn man dann den Kunden eben an die Hand nimmt und ihn nicht alleine lässt, dann ist das schon auch eine große Hilfe. Wie gesagt, das geht einem selber so, wenn man gar nicht weiß, wo man jetzt anfangen soll. Und dann ist da jemand wie der Architekt zum Beispiel, der ja dann auch sagt, so jetzt fangen wir erstmal da und da und da an und auf einmal läuft es. Bezug nimmt auf dieses Beispiel aus Alzenau, da war es so, es war ein Automobilhersteller, die eine Sportwagenwerkstatt errichten wollten. Und wie lange hatten Sie dafür Zeit? 2-3 Tage waren das, glaube ich. Richtig, nun. Genau. Also das war eine ganz witzige... Die wollten eine Werkbank. Richtig, so war die Geschichte. Richtig, genau. Die wollten eben eine einzige Werkbank eigentlich haben. So fing das eben an mit der Anfrage dieser einen Werkbank. Und die ereilte mich sozusagen freitags nachmittags. Ich war da gerade auf einer Fortbildung gewesen. Um 4:30 klingelte mein Telefon, mein Handy. Ja, Frau Weber, mein Chef kommt am Dienstag. Wir müssen dem eine fertige Werkstatt präsentieren. Da bin ich erst aus allen Wolken gefallen und habe mir überlegt, wie kann ich das denn jetzt machen? Dann ist mir aber zum Glück eingefallen, wir haben einen Hersteller, die Firma Bott, und die haben auf einen Hänger Automotivwerkstätten fertig gebaut, sodass man da reinschauen kann. Und den habe ich dann kurzerhand angerufen, habe dann noch hier, die haben mir dann gesagt, sie können den Hänger haben, aber es tut mir leid, wir haben keinen Fahrer für das. Und das war natürlich so der Supergott. Ich sagte, Mensch, das kann doch nicht sein, in ganz Stuttgart wird es ja wohl einen LKW-Fahrer geben, der dieses Fahrzeug dahin bringen kann. Und dann habe ich aber Gott sei Dank über die Firma Kunzmann, die konnten mir dann helfen, über die habe ich mir einen Fahrer organisiert, weil den Karl kenne ich eben auch über die Wirtschaftsjunioren wieder, so funktioniert dann das Netzwerk. Und haben wir das dann tatsächlich geschafft, am Dienstag dann einen Hänger hinzustellen. Das haben wir so ein bisschen aufgebaut wie eine Kirmes, dann noch einen anderen Werkzeughersteller dahin. Es war zwar ziemlich kalt und der Chef, der da extra angeflogen kam, der konnte dann eine fertige Werkstatt sozusagen draußen begutachten und nicht drinnen. Und das war dann so unsere Notlösung, die wir dann uns ausgedacht hatten, um schnell helfen zu können. Aber so zaubert man dann eben auch manchmal. Ja, und es hat funktioniert, ja. Wie wir gleich wahrscheinlich noch erfahren werden, nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Dann sind wir nämlich wieder zurück mit Vanessa Weber. Es gibt noch weitere spannende Geschichten aus ihrem Leben und auch zum Thema Wirtschaft. Bleiben Sie dran, bis gleich. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. Faszination, Magie, Gaumenfreuden, Kerzenschein, Begeisterung, Glück, Fantasie, Genuss. Der Alexander Hermann Palazzo, ab jetzt wieder im Nürnberger Spiegelpalast mit der neuen atemberaubenden Show Fools for Love und dem aufregenden Menü vom fränkischen Lieblingskoch Alexander Hermann. Ich bin schon so aufgeregt, Ihnen unser neues Menü präsentieren zu dürfen. Dieses Mal geht es um die vier Elemente. Natürlich fränkisch interpretiert. Palazzo.
Tickets jetzt unter palazzo.org. Prima Sonntag. Denn am siebten Tage sollst du lesen. Mein Name ist Dirk Schütt vom Gentleman Sketchup und ich mache bei der Aktion Lass den Klick in deiner Stadt mit, weil ich der Meinung bin, dass unsere wunderschöne Stadt Aschaffenburg mehr als nur das Schloss zu bieten hat. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MeinTV. Aus Leidenschaft für Aschaffenburg Stadt und Land. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau und dem Handelsverband Bayern. Willkommen zurück zu meinem Business. Mein heutiger Gast immer noch Vanessa Weber. Frau Weber, wir haben vor der Werbung schon darüber gesprochen, dass es Situationen in einem Unternehmen gibt, wo man schnell reagieren muss, wo man den Kunden an die Hand nimmt und sagt, wir bekommen das hin, auch wenn es bloß 2 Tage oder 3 Tage sind, die man Zeit hat. Es gab so eine Situation hier bei uns in der Region in Alzenau, da ging es um eine Werkbank und daraus ist mehr entstanden. Und zwar, eine Werkbank kostet normalerweise, was kann man da sagen? 500 Euro, ja, so 500 bis 1000 Euro, ja. Wenn Sie gut, wenn Profi-Ding, ja, richtig, sagen super. Wir mal 1000 Euro. Genau, in dem Fall. Wie ging die Geschichte weiter? Also nachmittags kam der Anruf, freitags, am Dienstag sollte die Präsentation sein. Ja, also es ist dann wirklich gut ausgegangen. Sie waren dann begeistert und wir durften tatsächlich dort dann die komplette Werkstatt ausrüsten. Dabei ist es dann nicht geblieben. Es waren dann 10 Werkbankinseln, aber wir haben dann dort auch die Hallenbüros ausgerüstet, den Maschinenpark, selbst die Fensterbeklebung, dass man da nicht reinschauen kann. Also wirklich alles von A bis Z durften wir da oder dürfen wir auch heute noch liefern, da sind wir auch stolz drauf. Ist ein bisschen mehr draus geworden, ja. Und das Ganze hat ja nur funktioniert, weil Sie ein Netzwerk im Hintergrund hatten. Sind Netzwerke wichtig und wie wichtig sind sie? Also sehr, sehr wichtig. Das ist auch etwas, was mir mein Vater schon mit 18 mitgegeben hat tatsächlich. Also er hat mich auf meine erste Netzwerkveranstaltung, damals hießen die auch noch nicht so, zu den EDE-Junioren geschickt. Da war ich noch gar nicht im Unternehmen, da war ich 16. Da musste ich damals alleine nach Holland mit dem Zug fahren. Das war schon total schrecklich. Und die haben in dem Seminar, das war ein BWL-Seminar und da haben die über Cashcow und sowas geredet, über BWL-Themen und damals mit 16 wusste ich noch nicht, was reden die denn über Kühe? Ich habe überhaupt nicht verstanden, um Cashcow, was es ging. Aber damals habe ich dann schon abends gemerkt, als wir dann zusammensaßen, sind ja alles auch Nachfolgekinder gewesen, dass mir dieser Austausch total geholfen hat. Die haben ja eben auch die Situation gehabt, sind jung ins Unternehmen gekommen oder haben halt eben ältere Mitarbeiter, mit denen sie dann umgehen mussten, wo sie selber noch total jung waren. Und das hat mir immer viel geholfen. Und so mein Netzwerk hat mir immer viel geholfen. Auch viel habe ich mich für Weiterbildung immer interessiert und mich nebenher noch weitergebildet, weil ich ja dann eben nicht studieren gegangen bin, sondern mich so weitergebildet habe. Und da ist ein Netzwerk ultra wichtig. Also das würde ich sagen, das ist eigentlich heute auch das Kapital, was man haben muss. Wenn man jemanden kennt, den man anrufen kann, wenn man Hilfe braucht. Aber das Wichtigste gebe ich auch immer mit, wenn man jemanden kennenlernt, ist nicht erst die Hand aufhalten, sondern erst mal schauen, wie kann ich vielleicht der Person helfen. Das ist auch immer ein schöner Einstieg. Wir haben gerade schon mal ein bisschen angerissen. Sie sind auch Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren hier in der Region, waren viele Jahre auch im Vorstand mit dabei. Was machen denn die Wirtschaftsjunioren genau für die Zuschauer, die jetzt nicht genau wissen, was sind die Wirtschaftsjunioren? Also die Wirtschaftsjunioren sind junge Unternehmer und Führungskräfte unter 40. Wir sind auch angegliedert an die IHK, die unterstützt uns eben sehr viel. Und wir engagieren uns hier in der Region eben auch für Wirtschaftsthemen, für Familie und Beruf. Wie kann ich das in Einklang bringen? Ressourcen- und Umweltbewusstsein, nationale und internationale Netzwerke knüpfen, in Bildung investieren. Da kennt man den Berufswegekompass als unser größtes Projekt. Ja, das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen und aufs ehrbare Unternehmertum setzen. Was bedeutet das genau? Aufs ehrbare Unternehmertum setzen, dass man halt eben auch Wort hält. Das ist eben uns wichtig, das sozusagen wie das hanseatische Kaufmannswort, das gilt dann noch eben, das ist sehr wichtig. Oder halt eben auch nachhaltig handelt.
Soziale Projekte sind für Sie ja auch sehr, sehr wichtig, gerade weil Sie auch nicht nur ein Unternehmen leiten, sondern Sie repräsentieren auch Ihr Familienunternehmen. Und wenn das Familienunternehmen gut läuft, kann man natürlich auch Menschen, bei denen es nicht so gut läuft, helfen, unterstützend unter die Arme greifen. Welche Projekte begleiten Sie da? Also das ist auch ein Thema des ehrbaren Kaufmanns sozusagen dort. Genau, wenn es eben gut läuft, davon auch wieder was zurückzugeben. Das ist mir sehr wichtig. Und da haben wir verschiedenste Sachen. Wir haben zum Beispiel einen Tag gemacht, da habe ich meinen Mitarbeitern dafür freigegeben, dafür, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. Und die Idee kam am Marktplatz der guten Geschäfte, der stattgefunden hat. Und das war eine ganz schöne Veranstaltung. Dort waren Unternehmen da und auf der anderen Seite soziale Einrichtungen, die Hilfe gebraucht haben. Und die Idee hinter diesem Marktplatz der guten Geschäfte war auch, dass die Unternehmer entweder Know-how geben konnten, Sachspenden oder eben diese helfende Hände, wie wir es dann auch genannt haben. Und die Organisationen haben gesagt, Mensch, wir haben gerade ein Bedürfnis, könnt ihr da helfen? Also wir haben da zum Beispiel für den Zirkus, der für behinderte Kinder machen die so Stücke. Da haben wir eben mit einem Bohrer unterstützt, damit die das Zelt aufbauen konnten und ganz viele solche Dinge. Und da war auch unter anderem der Vogelschutzbund und die haben für die Kinder so einen alten Baucontainer umgebaut mit Mikroskopen drin und da haben dann meine Mitarbeiter geholfen, den zu renovieren und quasi abzuschmirgeln, dass der jetzt wieder benutzt werden kann, dass die Kinder da an den Nagel gelegenen Teich die Sachen erforschen können. Und das war zum Beispiel eine schöne Aktion, um mal eins zu nennen. Aber an diesem Marktplatz der guten Geschäfte sind noch ganz viele Sachen entstanden. Wir haben zum Beispiel auch für Hallo Baby, dort wo jedes Elternpaar ja quasi besucht wird, eine kleine Werkzeugspende hingemacht, dass die Papas auch was bekommen, weil meistens nur die Mütter was bekommen. Und da haben wir dann auch da eben ein kleines Werkzeug beigepackt, dass auch die Väter sich freuen. Das waren so mehrere Projekte, sehr schön, die wir da gemacht haben. Auch bei den Wirtschaftsjunioren ist wieder einiges geplant. Für Schüler gab es da auch einen Vortrag, den Sie gehalten haben. Auch das ist Ihnen natürlich ganz, ganz wichtig. Für Jüngere, die nachkommen, die nächste Generation an das Unternehmertum heranzubringen. Vielleicht können wir das nochmal ganz, ganz kurz anschneiden. Was passiert da? Also da haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr am Hans-Seidel-Gymnasium bin ich, um den Schülern auch mal zu sagen, Mensch, es gibt auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Das ist nicht nur der Weg, eine Ausbildung zu machen und angestellt zu sein, sondern es gibt auch die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen. Erzähl einfach auch so ein bisschen von meiner Geschichte und dass ich auch sehr jung angefangen habe. Und ich war auch dieses Jahr bei der FOSBOS und habe dort auch nochmal einen Vortrag gehalten, um die jungen Leute ein bisschen dazu zu animieren. Das ist auch eine schöne Sache. Wir haben ja dieses Thema Unternehmer in die Schulen, was eben auch die Wirtschaftsjunioren machen, was ein schönes Projekt ist, um da die Wirtschaft und die Schüler ein bisschen mehr zusammenzubringen. Und was wir dieses Jahr machen möchten, oder nächstes Jahr besser gesagt, einen Gründerpreis ausrufen, um auch dieses Thema Unternehmertum noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Unser Motto ist auch dieses Jahr Unternehmertum, Motor der Gesellschaft. Und das wollen wir gerne auch sein. Und da sind wir gerade dabei, ein Konzept auszuarbeiten, wie so ein Gründerpreis aussehen soll, der im Übrigen auch einen Sonderpreis an Schüler, die eine super Idee haben, gehen soll. Die ganzen Infos wird es dann sicherlich auf der Homepage der Wirtschaftsjunioren geben. Wir blenden hier jetzt mal ganz schnell die Internetadresse ein. Und eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, wie soll die Zukunft aussehen, die perfekte Zukunft für Sie? Rosig natürlich, hätte ich jetzt gesagt. Nein, ich möchte gerne, dass das Unternehmen auch weiter besteht, weiter wächst. Wir haben alle Gegebenheiten dafür und es würde mich natürlich freuen, wenn das auch so erfolgreich weitergeht. Das ist zumindest mein fester Plan. Super, dann bedanke ich mich, dass Sie heute mein Gast waren und wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal bei Mein Business.